Weil Baby Carlo hat. hungrig war, musste er einen grausamen Tod sterben. Oh, er ist Er einfach verhungert. hat sich selbst gefeedet. Oh. Oh, Hat sich nee, selbst gegessen. weißt du, Luna, du hast echt das Talent, mir richtig widerliche Bilder in den Kopf zu setzen. Hast du den Film? Ich habe den noch nicht gesehen, tut mir leid. Oh, der Film ist so widerlich. Ich muss ihn noch Welcher? gucken. Welcher Film? Piep. Oh. Was macht. Nee, will ich gar nicht wissen. Geh weg. Mir wird schon schlecht bei diesem Surgeon Simulator. Scheiße. Momentan mein Hauptprojekt. Ah, ich kann das gar nicht. Ich habe irgendwie einen Part mal. Und, schon gut. Du musst ja mir später mal den Link schicken, das will ich gucken. Sean Reitings. War es das jetzt, Rivi? Ja, ich warte auf eure Ach so, sie Fragen. wartet. Er war eine Katze, oder? Also der hat irgendwie Hunger gehabt und deswegen ist er Nee, verreckt. keine Katze. Okay, War schon ist ein es ein Mensch, ja? Mensch? Nein. Ein Hund. Ein Ja. Hund, ja. Und der hat sich Und der tot hat was gegen. gefressen. Der Hund hat Katzenfutter gefressen. Nein. Hat Was hast du Rattengift gesagt, Luna? gefressen. Das ist verseuchtes Katzenfutter. Wir kennen ja Beagle, die fressen alles. Und es war irgendwas Verseuchtes, irgendein Fleisch, irgendwie was nicht gut war. Und hat gefressen Rattengift, und ist deswegen verendet. Pferdefleisch. Nö, das Futter war in Ordnung. Darf ich mal kurz auf den Einwurf? Aber er hat sich tot gefressen. Beagle machen sowas, die Ganz, fressen sich ganz, tot. ganz kurz Es ist kein Beagle. auf den Einwurf mit Katzenfutter zurückkommen. Wieso stirbt ein Hund, wenn er Katzenfutter frisst? Keine Katzenfutter Ahnung, ist das nicht war gut so ein für. Scherz. Okay. Weil dann alle Ich, an, nee, alle, vielleicht. nein, wartet. Alle anderen Hunde machen sich dann über ihn lustig. So, ah, fake, Katzenfutter. Und dann du bist selbst eine Katze und dann ist er total emo und Dann hat er seinen auf Also, Facebook wenn gesagt, ich. dass er sich umbringt. Ja, genau. Und dann haben alle gesagt, mach doch, du hast Katzenfutter gefressen, niemand mag dich. Das ist voll diskriminierend. Nee, wenn ich mal Nee, ganz ehrlich bin, so ich ein bin der Huhn Meinung, stirbt natürlich nicht, wenn er es war mal kein, Katzenfutter frisst, also, aber es ist Katzenfutter egal, was für ein Hund Rasse ist. hat andere Inhaltsstoffe als Hundefutter haben Ist es sollte. egal, was für Daher ein ist das nicht Hunderasse gut für ist? den Hund. Wir Also könnten daher, ich weiß, Katzenfutter essen. dass der Hund Ist von meinem Kumpel alles frisst und dass er davon noch nicht gestorben ist. Ja, richtig. Unser Hund war auch extrem Kommt es auf die eklig. Hunderasse an oder ist es wurscht? Die Hunderasse ist wurscht. Ich habe nur gesagt, dass es kein Beagle ist, weil du irgendwas von sich zu Tode fressen erzählt hast. Hat er Hunde was aber allgemein gegessen, sehr wo gern, was aber drin egal. war, was ihn umgebracht hat? Bitte? Das Essen war Hat er auch was gerade gegessen, wo was drin war, was ihn umgebracht hat? Nein, das Essen war in Ordnung, wie gesagt. Okay. Er hat zu Er viel war von dem schwarz. Essen gefressen. Jetzt. Knochenfleisch, Die sich verkackt haben. Bitte? Das hatten wir ja auch schon. Knochen. Menschen haben ihm Knochen zu fressen gegeben. Hunde dürfen keine Knochen essen, zumindest keine gekochten. Und Nein, da hat sich nö, darum nein, geht's. nein, nein, die dürfen kein. Ah, warte kurz, Die dürfen Revi. kein Ist er Hühnerknochen fressen. eingeschläfert worden? Kann ich ihn auch nicht. Nein? Oh, Nein. ein Glück, dann ist es Was nicht hat das, was das ich meine. damit zu tun, dass er Weil hungrig es gab hat? einmal eine alte Frau, die hat einen Hund und ist die gestorben und der Hund war die Er ist ganze alleine und einfach nach nur einer Woche verhungert. hat er sie angeknabbert und dann haben die Kinder sie gefunden, haben gesehen, dass der Hund die Mutter angeknabbert hat und musste eingeschläfert werden, und das fand ich voll fies, weil was soll der Hund dann machen? Okay, Nö, zwei nö. Theorien. Der Hund ist erstens verhungert. Nein. Okay, dann zweite Theorie. Der Hund hat sich vor Hunger irgendwas geschnappt, was er nicht sich schnappen durfte, sage ich jetzt mal, ein Menschenkind oder vielleicht irgendein Vieh vom Hühnerstall oder Ja, sowas. Und das dann hat meinte der ich ja Jäger ihn einfach genau. erschossen oder irgendwas anderes. Er hat sich schon was geschnappt, aber nichts irgendwie, nichts, was er Er nicht hätte dürfen. wurde also nicht umgebracht. Nein. Hat er etwas geschnappt, was stärker war als er und ihn umgebracht hat? Er hat nichts Lebendes geschnappt. Es war irgendwas Totes und er ist aufgrund der Salmonellen. Was? Nein. Aber sie meinte ja, das Essen war in Ordnung. Also das Essen ist nicht Ja, für schuld den daran, dass Hund er kann auch gestorben ist. vergammeltes Essen gut sein, aber vielleicht ist auch was drin gewesen. Ja, gut, nee, ich quatsch, okay, aber schon. Nö, Er nö, hat was das war nicht gegessen vergiftet oder so. und dann kam ein großer Vogel und hat ihn mitgenommen, weil er so gemästet war. Nein. Ah. Hat er schon lange gehungert oder war es einfach so ein normaler Hunger, den man so einmal am Tag hat? Es war normaler Hunger. Normaler Hunger, und er hat sich Was? irgendwas geschnappt, aber er durfte es Er durfte schon? es scheinbar auch. Ja. Also es war kein Wilder Problem, Hund? wenn War es das. ein wilder Hund? Aber in dem Essen oder in dem, was er sich geschnappt hat, war irgendwas drin, was schädlich für ihn war. Nein, das Essen war Nee. völlig in Ordnung. So. War es ein wilder Hund? Nein. Hat ihn aufgrund dessen, dass er das gegessen hat, irgendwas anderes attackiert? Nein. Wurde er umgebracht, weil er es gegessen hat? Ja, weil es ist dieselbe Frage gewesen. Nein. Ja, nee, nur weil das ist einfach nur, vielleicht hat er irgendwas gegessen, was ihn nicht geschadet hat, aber wo sie ran mussten sofort, wie Koks oder so. Nein, Nee. aber. Hä? Er wurde nicht War der Hund in der umgebracht. freien Wildbahn? Nein. Es war also quasi im Garten, sage ich mal, so ein normaler Gartenhund. So wie Nein. du und ich ihn haben. Er hat irgendwie so einen vergammelten Vogel gefressen. Nein. Nein?
War es ein Unfall? Ja, es war ein Unfall. Ist er ertrunken? Nein. Er hat sich an dem Essen verschluckt. Hat er diesen Unfall gefressen? Hat er diesen Unfall gefressen? Dumm, die dumm. Ja, ich war ja, weil ich gibt doch manchmal zum Beispiel Kinder sagt, du warst ein Unfall und dann wamm, kam der Hund. Das war der Hund von diesem Yellowstone-Park-Typen. Der hat dann einfach da mitgemacht. Warum auch nicht? Die war ja schon auf die Magen, der Magen und dann den Rest rausgeleckt. Irgendeine Person hat irgendwas. Die waren vorher noch bei Starbucks. Irgendeine Person hat irgendwas fallen lassen, was er gegessen hat. Nein. Hat er das gefunden? Er hat was gefunden. Das, was da lag, war vorher mal ein Lebewesen. Also ein Vogel, ein Hund, ein Teich, Mops. Nein. Teichmops. Das war ein Gegenstand? Das war ein Plastik. Was geht? Das war ein Gegenstand? Nein. War lebendig mal. Ist er denn an dem Fressen gestorben? Nein. Also ist er an was anderem gestorben? Richtig, das habe ich aber auch schon gehört. Ja, ich weiß. Ja. Er ist an einer äußeren Einwirkung gestorben. Unfall. Irgendein Unfall ist dadurch passiert. Das ist es ja. Ich glaube, das hat mit dem Fressen... Also einen riesen Automagneten gezogen. Flump. Nein. Nee, ich glaube, das hat mit dem Fressen überhaupt nichts zu tun. Er ist an einer äußeren Einwirkung gestorben. Weil er Hunger hatte, hieß es irgendwie. Deswegen hat er irgendwas gegessen und... Der kann ja Hunger gehabt haben. Er hatte was gegessen. Lass uns mal rausfinden, wie er gestorben ist. Vielleicht ist er ja irgendwo reingerannt, weil er gesehen hat, oh, guck, da ist eine Pressi-Anlage oder so, keine Ahnung. Dann kam das Auto oder der Yeti. Nein, und ist dann dort in den Mixer geraten zum Beispiel. Das war der kleinste Hund der Welt und er ist in eine Mausefälle gekommen. Nein. Er wollte den Käse haben und dann BÄM! Der Hund ist irgendwo reingelaufen Genau, der Hund wollte in die Höhle, weil es daraus nach Fleisch roch. Dann hat der Yeti ihn entdeckt und hat es zermanscht. Du und deine Yetis, ey. Yetis sind total liebe Leute. Yetis sind manchmal auch ganz schön gewalttätig. Wenn sie gerade ihre Blumen nicht haben, dann geht's denen schlecht. Ja, Hunde dann sind auch immer so voll. Mögen sie nicht. Okay, lass uns rausfinden. Ist dieser Unfall, ist er gefallen, in Tod gefallen? Nein. Ist er erfroren? Nein. Ist er in eine Falle erfroren oder sowas reingelaufen? Nein. Ist er angefahren worden? Hatte er den Unfall? Ja. Das heißt, ist er reingelaufen wegen seinem Hunger. Was ihn aber getötet hat, aber er hat nichts gegessen an sich. Ist er verblutet? Nein. Wie kann man denn noch sterben? Oh, es gibt so viele. Wurde er zerquetscht, wurde er zermalmt, ist er zerrieben worden, zerhackt? Nein, nichts von dem. Er ist aber gestorben, weil er in irgendwas reingerannt ist, was mit dem Essen selbst nichts zu tun hatte. Definiere in was reingerannt. Sag ich mit in irgendein Auto oder in irgendeine Maschine nein, oder irgendwas. In eine Rakete, die ins Weltall gegangen ist und da ist er dann erstickt. Er war dieser Hund, der zum Mond geflogen ist. Das wollte ich auch gerade sagen. Nein. Gab es doch damals einen Hund, der. Oh, scheiße. Ja, der ist nicht zum Mond Hunger geflogen, den haben die einfach nur in den Weltraum geschickt, weil sie, glaube ich, testen. Aber der kam zurück. Nee, der kam nicht zurück. Doch, Laika kam zurück, doch. Aber sie hat nicht lange gelebt danach. So. Oh. Ach ja, aufgrund der kosmischen Strahle. Ich dachte immer, die... Hat dieser Hunger überhaupt irgendwas mit seinem Tod zu tun? Ja. Ja, gut. Er ist ja irgendwo reingelaufen. Jetzt, Leute, was für einen Unfall gibt es denn noch? Nichts zerhackselt, whatever, nichts ertrunken, was gibt es wirklich noch? Hat dieser Unfall überhaupt körperlich geschädigt oder war es eher irgendwas Schleichendes? Es waren also gewisse Umstände, die dann zu seinem Tod geführt haben. Also Strahlung? Er hatte irgendwie Strahlung, genau. Nein, keine Strahlung. Ein Orkan, ein Sturm. Nein. Und dann kamen die Krokodile in sein Camp. Wasser, ertrinken. Wüste. Ist es in der Natur passiert, dieser Unfall? Nein. Ist es zu Hause passiert? Ja. In einem Haus, okay. Im Gebäude. Er ist in den Ofen reingesprungen. Nein. Oh nein. Die Herdplatte. Oh, in den Kühlschrank, erfroren. Nein, wiederhol nochmal das erste. In den Ofen. Herdplatte. Nein. Irgendwas mit Herdplatte war da. Ja, Herdplatte. Ja. Ja, definier das mal. In den heißen Topf? Nein. Er ist auf. Da wurde doch nein, nein, das ist so eklig. Er ist auf die Küchenzeile gesprungen, wollte irgendwas aus dem Topf pressen und ist auf die heiße Herdplatte gekommen und daran gestorben. Nein. Das heiße Fett ist über ihn rüber oder was? Er ist hochgesprungen, da war so ein Kochtopf. Das ganze heiße Wasser ist über ihn rüber gekocht und er wurde quasi zerkocht von diesem heißen Kochwasser. Nein. Aber ihr seid aber es hat gar was, nicht mal so schlecht unterwegs. Aber es hat was mit der Kochplatte zu tun. Ja. Vielleicht eine Pfanne oder. Nein. Was ein Unfall kann. Aber das war ein Gasherd, er hat was gegessen, ist daneben getreten und ist verbrannt.
Er hat das Gas eingeschnüffelt. Genau, er hat das Gas eingestellt, weil auf der Herdplatte irgendwie so ein Steak vielleicht. Nein? Ist er verbrannt? Ja. Also, naja, wahrscheinlich wird er vorher verstickt sein, aber. Das ist Gas. Also im Gas. Genau, er hat beim Essen. Gas zu tun. Aber mit der Flamme vom Gas. Wie kommt ihr auf Gas? Ja, weil das eine offene Flamme ist. Dann war es vielleicht ein Ceran-Kochfeld gewesen. Vielleicht. Da stand dann drauf, wie kann man... es leuchtet der Boden. Nein, es ist wahr. Aber wie erstickt man dann? Es war ein Hund, der hatte eine Operation, so eine Metallhüfte, keine Ahnung, der ist aufs Induktionsfeld gekommen. Wurde heiß. Wurde heiß. Das ist traurig alles. Das hat auch nichts mit irgendeinem Gerät zu tun, was sonst auf dem Herd liegt. Topf, Pfanne, irgendwie sowas. Hat er Fleisch, das auf dem Herd gerade zugebereitet wurde, gegessen? Nein. Hat er etwas gegessen, was gerade auf dem Herd war? Es stand neben dem Herd. Ja, und okay, er ist auf die Herdplatte gekommen. Nein. Ist was? Okay. Ist ein Zubereitungsfeld und so ein gemähltes Stück Fleisch und er hat das Mehl nicht vertragen. Nein. Es war nicht das Essen. Er ist erstickt, meinst du also? Ja, ich würde jetzt mal sagen, man verbrennt ja eigentlich nicht, sondern man stirbt ja vorher an der Rauchvergiftung. Er ist schuld daran, er hat irgendwas umgestoßen dabei, dass es einen Brand in der Wohnung gab. Er konnte nicht raus und ist dann durch die durch die Dämpfe erstickt. Ja, aber er hat nichts umgeschmissen. Herrchen hat es umgeschmissen, weil er erschreckt, weil der Hund da drauf war. Nein. Gab einen Brand. Es gab einen Brand, ja. Es gab einen Brand, okay. Sein Schwanz ist angebrannt auf der Herdplatte und er ist an der Rauchvergiftung. Nein. Das Essen ist angebrannt und er wollte es runterschmeißen. Hat nichts gebracht. Nein. Der Hund war einfach nur scheiße, dass er sich gestochen hat. Dummes Stück. Beim Essen war er schuld, dass irgendwie der Hundehalter den Brand verursacht hat. Nein, der Hund war allein zu Hause. Und er hat die Kochstelle angemacht aus Versehen? Ja. Beim Hochspringen? Genau. Und irgendwas war da drauf, was Brand gefangen hat? Genau. Aber erst später. Er hat gegessen und war dann müde, hat gesagt, ich bin so befriedigt mit dem Essen und hat sich hingelegt und dadurch gab es dann den Brand. Und weil niemand da war, um den Brand zu löschen, ist er erstickt. Ja. Okay. Super. Ach, Hunde, ey. Löst. Alles kleine Teufel. Ich lese es nochmal kurz vor. Also, Carlo, ein junger Schäferhund, die Rasse ist ja eigentlich wurscht, war allein zu Hause, weil sein Herrchen bei der Arbeit war. Das Herrchen hatte morgens den Futternapf aufgefüllt und vergessen, diesen für Carlo auf den Boden zu stellen. Carlo schaute zu dem Napf hoch, der neben dem Herd stand, und versuchte hochzuspringen, um an sein Futter zu gelangen. Dabei schaltete er den Herd an und die darauf liegende Zeitung entzündete sich. Wenig später stand das gesamte Haus in Flammen. Wer zum Teufel legt eine verschissene, zerkackerte Hack-Zeitung auf den Herd? War sicher die Bild-Zeitung. Also ich lege auch oft, also ich leg auch oft Sachen auf den Herd, das muss ich auch zugeben. Ich nie. Aber ich habe ja auch keinen Hund, der da ist. Weil ich eine sehr, sehr kleine Küchenzeile habe und das landet dann zwangsläufig. Schau, du wirst doch verbrennen, elendig irgendwie. Müsste RTL anrufen, ja, aber nichts, was die werden brennt, gerne filmen. Wenn ein Glas oder Keramik brennt nicht. Wenn ich eine Tasse auf dem Herd lege, weil die Spüle voll ist und überquillt, das kenne ich ja. Aber, ja, das mache ich. Aber manchmal, wenn ich mir zum Beispiel eine Pizza mache oder so, dann lege ich die Pizzaschachtel oben drüber auf den Herd und Pizza in den Ofen. Wenn da mein Hund draufspringen würde, das ist das Gute. Jetzt habe ich auch einen Grund, mir keinen mehr anzuschaffen. Jetzt frage ich mich auch, ob die trauriger waren über das Haus oder über den Hund. Das heißt aufs Haus, Mann, der Hund ist tot. Ja, aber das Haus ist weg. Die haben gar nichts mehr. Aber der Hund. Wenn es eine alleinerstehende Frau hatte, hat sie ihren Lover auch noch gleichzeitig verloren. Oder es war Hitler. Aber trotzdem. Gleichzeitig alles verloren. Und einmal. Nur weil einmal nicht runtergetan wurde. Und weil die Zeitung wichtig war. Warum war die Zeitung eigentlich da und nicht mitgenommen? Er wusste an dem Tag auch nicht mehr, was an der Welt passiert ist. Also ihm passiert alles Schlimme. Du weißt ja nicht, wann das passiert ist. Vielleicht ist es ja abends erst passiert. Früh morgens hat er die Zeitung noch gelesen und abends dann. Und wo war denn der Hundehalter? Nur arbeiten. Bitte. Arbeiten. Party. Vielleicht war es eine Stripperin. Ja. Nee, es war Die lesen nicht. Entschuldigung. Egal.